Karte leicht daneben. 4000 Euro in der Geldklammer. Ich chill in Astoria, hier bei auch keine Mama. Ihr redet alle immer nur von Big Papa. Ich zahle ein Team für die Spickjacke. Ich warte Dressschüler für die Goldkette. Also ich mach das Stop, ich stehe mit Zucker Goldkette. Es gibt kein Ding, ich mach keine Kette. Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Vati wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ja, heute habe ich das Album von meinem Bruder 18 Karat. Geld, Gold, Gras in der limitierten Fanbox. Ja, ja, hier ist das Prachtexemplar. Freunde Sonne, er hat gefickt in dein Gesicht, ehrlich. Das ist richtige Gangstermusik, auf deinen Nacken bliert. Auf jeden Fall, Freunde Sonne, ich muss nichts sagen. Ihr habt selber das Album komplett reingezogen. Vielleicht hast du es gefeiert, vielleicht habe ich reingeschissen. Aber kein Problem. Wenn du das trotzdem noch unterstützen willst und sagst, Habibi, ich gönn mit Herz 18 Karat, dann check die Videobeschreibung ab. Der erste, zweite, dritte Link, wie Geld, Gold, Gras, in der Videobeschreibung. Auf Nacken. Von Herz zu Herz, Arriba. Auf jeden Fall, das ist der Butterfly für Arme. Er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, auf jeden Fall, Freunde Sonne, wenn du wirklich Straße hören möchtest, das ist die Straße. Du ziehst einfach 18 Karat sein Album rein und mehr musst nicht so, also mehr brauchst nicht so erfahren. Du kannst von anderen hören, von anderen können viel erzählen und sagen, nee, das ist scheiße, die Hater machen immer Auge, ihr wisst das selber. Die machen so viel Auge, dass die Piraten werden am Nagoya. Aber wenn ich sage mit Herz, Habibi, dann unterstützt du einfach 18 Karat und sagst, Habibi, ich zieh mir, wenn ich kein Para habe, einfach über Spotify reinziehen. Was ist das Problem? 10 Euro im Monat, gibt sogar die kostenlose Version. Klar, musst du Werbung reinziehen, aber ist doch kein Problem. Unterstütze mit Herz, 18 Karat und ansonsten Hayat Güzel. Ich muss ehrlich zugeben, gefickt. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Immer, ihr wisst das selber, wir lutschen zu viel. Wenn ich sage so und so, dann ist es auch so und so. Okay, Standpunkt, Ende. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt die Box. Dafür sind wir hier. Und ja, Freunde Sonne, die Box ist zu krass, bitte, guck mal den Design an. Ehrlich, 23er Karat. Doch, 23 Karatiges Gold. Mashallah, Blattgold selbstverständlich. Kein richtiges Gold in dem Sinne, das wäre krass. Ich habe auf die Box ist richtig Gold. Alles so einmal reingetunkt, yalla, sippi, wupp. Das wäre auch krass, walla. Aber schon die Visage-Style und den 18 Karat, sein Maske. Ich schwöre, ich küsse dein Herz, 18 Karat, Bruder. Aber für mich im Herzen bist du mein goldener Power Ranger. Schöne Grüße, Bruder. Ich schwöre, ich küsse dein Herz. Mach kein Auge oder so, sei nicht sauer. Aber du bist mein goldener Power Ranger, Habibi. Auf jeden Fall, so sieht das Cover aus. Richtig geil von der Box. Hier steht nochmal 18 Karat, Geld, Gold, Gras. Lass mal selber nochmal betrachten, Habibi. Mashallah. Okay, krass, Mann. So 23-karätiges Blattgold. Respekt. Noch nie habe ich sowas gesehen auf der Box. Auf der Rückseite steht nochmal 18 Karat Geld, Gold, Gras. Yeah. Und ja, die Supporter und Barcode. Yes, Baby. Ansonsten ist das so Schimmer, so mäßig schwarz, Hochglanz gehalten. Kann man schwer erklären. Kauf dir das Box. Du kannst auch schön in die Vitrine stellen, Habibi. Arriba und zu krass. Yeah, ich mach die Box auf. Moment, bisschen schwieriger. Mach kein Auge, ich zeige das jetzt wie eine Präsentation. Wegen die Kamera ist zu mir gerichtet. Viele machen immer Auge und sagen, hey, was soll das, ich will den Tisch sehen. Assig de lan, wenn du andere Videos sehen willst, guck bei dem anderen. Nicht bei mir. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Richtig geil. Moment. Hoffentlich fällt das nicht hin. Sonst ist es reingeschissen. Aber ist okay so, yalla. Auf jeden Fall. Boah, die erste Boxinhalt ist die Tasche. Das muss man selber betrachten. Ich habe das bei vielen gesehen. Und ich habe das richtig unnummer gefeiert. Krass, Alter. Schön hochwertig, fühlt sich nicht so billig an. So. Manche riechen ja richtig nach Chemie, so richtig angewichst. Aber das, ja, ist in Ordnung. Kein Gift, so Chemiezeug. Auf jeden Fall, was sieht man so als erst? 18 Karat seine Maske, in klein gehalten. Auf dem, warte mal, ist das aufgeklebt? Nee, ist reingestickt. Moment, schau mal von innen. Hier ist in diese, wie heißt das? Ich hab den Namen vergessen von der Scheiße. Hier, Reißverschluss, genau. Und von innen sieht es so aus. Oh, geil, da steht nochmal 18 Karat. Von der Rückseite sieht man das nicht halt, wie das reingestickt wurde. Aber egal, ist auch qualitativ hochwertig. So Metallzeug, weißt du, was ich meine? Kein Plastikgeschiss. Auf jeden Fall richtig geil. Von der Rückseite ist dieses Dingsbums. Die Clip-Dingsbums. Aber was steht denn da drauf? Plastik Zoo Sample Design Made steht da nicht. Auf jeden Fall, so geht das auf. Boah, voll schwierig, Amanagoya. Oh, hier bimmt die Nachhol, das geht ja nicht. Das ist hängen geblieben, Amanagoya. Was ist das?
Und gleich mach ich das kaputt. Auf jeden Fall, ne, ich lass lieber, scheiße. Auf jeden Fall, das geht nicht auf gerade. Bei mir klemmt das. Bisschen mit Butter. Einschmier Schweinefett. Ammanagoya, ekelhaft. Auf jeden Fall, dann geht das wieder irgendwie auf. Egal, auf jeden Fall Bauchhängetasche oder Brusttasche, wie auch immer, wie du es tragen willst. So oder über dem Kopf, so wie Gitarre, reingeschissen, wie du möchtest, Habibi. Aber richtig geil. Ist mal was anderes und hochwertig. Und fühlt sich nicht echt an. Reingeschissen. Auf jeden Fall noch nebenbei habe ich vielleicht am Ende des Videos was zu verlosen. Aber ich will das nicht mehr dazu erwähnen. Eher gleich. Zieh dir das Video rein, wie die anderen YouTuber sagen würden. Bis Ende schauen. Assig de lang am Managoyam mit deiner Hype. Bei 30.000 bläst du mir ein. Assig de lang am Managoyam. Auf jeden Fall als nächstes haben wir hier... wie nennt man das? Batze. Ich sage mal dazu Batzenhalter. Da, die Batze werden damit gehalten. Und ja, ist richtig geil. Falls du einen anderen Namen dazu hast, schreib in die Kommentare. Boah, Moment, so. Warte, ich muss Thumbnail machen, Ammanagoya. Okay, reicht. Richtig geil, hochwertig. Hinten steht 18 Karat. Mashallah. Und ja, kann man nehmen. Batzenhalter für deinen ganzen Batzen. Ich habe nur 5-Euro-Scheine als Batzen, aber egal, Batzen ist Batzen, Habibi. Kannst auch Monopoly-Geld reinklammern, so, ne? Als Geldklammer nutzen, aber ansonsten ist geil. Als nächstes, oh, ein Poster haben wir auch noch drin, selbstverständlich. Mashallah, jetzt gucken wir den Poster mal an. 18 Karat. Mashallah, das Album ist komplett Gold gehalten, so, ja, nee, also vom Design her, von der Box. Feier ich extrem. Dazu zeige ich euch mal einen Track, was ich auch feier. Der Albumtitel, Geld, Gold, Gras. Ich zeige euch das mal mittendrin. Bei mir ist alles anders gehalten, nicht kein Auge machen oder so. Hinter dich stehen der Mann in Amsterdam, wieder mal ist in jedem meiner Tracks ein ganzer Kram. Wieder mal Amnesia mit Haschmischen, wieder kurz ein paar Minuten bei einer Bitch zum Abspritzen. Mein Leben ist eine Achterbahn. Hat ja auch 100% gepasst zu dieser Frau hier. Mashallah, du kannst jetzt zwischen die Beine gucken, Ammanagoya. Lass mal selber betrachten, Habibi. Ich weiß, es ist gerade nicht halal, aber... Naja, Haram muss auch ein bisschen... Ey, Mashallah, Versace, Schuhe von 18 Karat ist ja so krass, dass ich meine Zukunft in seine Schuhen sehen kann, Ammanagoya. Meine Zukunft ist rosig, wenn ich es sehe. Auf jeden Fall geile Schuhe, Bruder. Gefällt mir. Geiles Cover. Hätte man zwei Poster getan, weil beide Seiten krass ist. Weißt du, was ich meine? Aber naja, anderes Thema. So, ich pack das jetzt mal hier zur Seite, dann geht's weiter. Hup, mein T-Shirt geht schon automatisch nach oben oder meine Jacke. Dann kann ich aber auch Tanz machen. Nee, ich hab reingeschissen, ich weiß aber wie. Auf jeden Fall zieh rein. Und deshalb hängt mir jede zweite Kasper am Arsch. Shopping, Tour, Discord, Gucci oder Philipp, weil ich denke selber nicht, wie kann mein Leben nur so chillig sein. Jetzt wollen mich ohne Maske sehen und so dann. Hier haben wir als nächstes von der Hölle in die Charts EP, die ist auch krass, da ist Double drauf. Bruder, Double endlich sein eigenes EP oder sein eigenes Werk auf dem Album oder auf der Platte vertreten. Oder eher, wie soll ich sagen, als zweite CD. Zu krass, so sieht das aus, das Cover, Freunde der Sonne. Mashallah, ich finde das unnummer sexy. Und ja, die erste EP ist die von der Hölle in die Charts, ne? Von der Hölle in die Charts, richtig. EP und einmal Double, Haze EP. Geil. Insgesamt 5 plus 5. Sind 10, ich kann mathematisch rein, kennst du mathematisch reingeschissen. Instrumental-CD von beiden plus Album. Geil. Ne? Ist ein Plastik-Case nicht gehalten, sondern eher so ein ja, Holz-Papier-Case. Richtig geil, trotzdem hochwertig des Todes. Muss ich ehrlich zugeben. Nicht gelutscht, aber sehr gelutscht. Auf jeden Fall geil. Erste CD, ich sag jetzt nicht jede CD, aber ja, so ist das drin. Ne? Von der Rückseite geiles Foto von 18 Karat. Guck mal, wie sexy. Ich könnte bei Douglas arbeiten als so Pappschuber-Dings. Ihr wisst, was ich meine. So ein eigenes Parfüm. Boah, wer würde es feiern? 18 Karat Parfüm oder so. Bruder, ich sag nur, falls du da sowas machst, 5% auf meinen Nacken. So ein Parfüm mit deiner Maske so, Jani. Das wäre geil. So in die Parfümbranche, Bruder. Richtig geil. Naja, ein kleiner Tipp von Fatih. Auf jeden Fall, halal, geht ab. So, als nächstes. Die CD, Freunde der Sonne. Ich habe die exakt zweimal und das wird verlost auf euer Nacken vom Fatih. Ihr müsst ganz einfach in die Kommentare schreiben. Bruder, mach kein Auge. Goldener Power Ranger. Ihr wisst, was das bedeutet. Falls einer das, die Legende oder die, wie soll ich sagen, das Meisterwerk meiner Meinung nach haben möchte, schreibt einfach als Hashtag Goldener Power Ranger. Da weiß ich, dass du diese CD haben möchtest. So, Punkt. Jetzt machen wir weiter. 80 Grad wird mich hassen. Aber ich küsse dein Herz, Bruder. Das ist auch nur Spaß. Du weißt, ich scheiß oft rein, Habibi. Aber falls die Zuschauer als Supremus, Banger oder was auch immer das gewinnen möchten, einfach goldener Power Ranger in die Kommentare. Und dann zapp, zapp, in ein, zwei Wochen löse ich das auf.
So, eine Hand wäscht die andere Hand. Du weißt, gute Musik muss unterstützt werden. Arriba! Yes, baby! So sieht die CD aus, ein super Jewel Case, weil die Kanten nicht eckig sind, sondern umrundet oder umrandet oder was auch immer. Yeah! Die CD von innen sieht so aus. Geiles Foto nochmal. Boah, ich feiere es extrem, dass er seine Maske komplett Gold gemacht hat. Nicht so blattgoldmäßig, sondern richtig Gold. Und mashallah, wie viel Para der ausgegeben hat. Daher feiere ich es. Seit Tag 1, FSK 18, brutal. Ist mein Herz. Daher ist es immer so schwierig, wenn er seine nächste Platte droppt, ob der das überbieten kann. Aber meiner Meinung nach ist nochmal FSK 18% andere Liga. Meiner Meinung nach nur. Ich finde, mach kein Auge. Das Album ist auch Baba. Von vorne kein Album, kein Song geskippt. Daher muss ich sagen, Respekt. Gute Leistung. Aber man merkt auch, dass der besser geworden ist als sein erstes Album. Muss ich auch ehrlich zugeben. Nur als kleiner Support und kleine Motivation, dass sie, also dass man so nebenbei Kritik nicht gibt, sondern eher so positive, ne? Immer gute Vibes abdrücken. Habibi, du weißt. Sonst immer Auge dies, das brauchst du nicht. Allah. Ich schwöre, es gibt die ganze Welt ist voller Augen, wisst ihr? Daher muss man immer positive Sachen geben. Naja, ich zeige euch das Booklet jetzt. Und yeah, das war's dann mit dem Unboxing. Das war die letzte Seite, ne, vorletzte Seite. Krasses Bild. Und ja, Freunde, so, falls du 18 Karat unterstützen willst, falls du mich unterstützen willst, abonniere diesen Kanal. Ganz simpel. Daumen hoch, Daumen runter. Und ja, 18 Karat in deine Fresse. Und falls ihr das gewinnen willst, ihr wisst, welche Hashtag ihr benutzen sollt. Und ja, warte noch ein Song. Mittendrin. Was das ist? Auf einmal sind alle so nett. Hab mein Album in die Charts gebracht. Auf einmal sind alle korrekt. Fick auf Party. Bones MC als Feature auch krass. Euer Party hat es. Brach. Doch was ist das einzige Ziel? Ist nur Freiheit für einmal.